Hallo Leute, hier ist Lego Lukas und mit dabei ist. Perfekt, Mascha. Ja, ich fange jetzt auch bei YouTube an und bin als erstes mal zu Gast bei der Lego Lukas. Und wir machen gleich noch zusammen ein Video auf meinem Kanal. Da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Ja, sein Kanal kommt auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Ja, also zu meinem Video jetzt. Es ist ein Minimog, ein kleines Minimog, das soll in Verdun spielen. Also im Ersten Weltkrieg. So sieht's aus. Es ist halt nur auf einer sehr kleinen Baseplate gebaut. Ich glaube, die kleinste Version einer Baseplate, die es von Lego gibt. Ja. Ich habe jetzt auch nur ein paar Tage dran gesessen. Nee, ein paar Minuten dran gesessen, das zu bauen. Und naja, es ist nicht das größte Mock, aber naja, Minimogs sind eh nicht die größten. Fangen wir erstmal bei der französischen Seite an. Hier sieht man zwei französische Soldaten, die auf den deutschen Rahmen zurennen. Der eine wurde schon abgeschossen von dem deutschen Grenadier hier. Und der andere rennt halt nur weiter. Das ist mein Custom-Franzose mit dem Adrian-Helm und mit dem Lebel-Gewehr, mit Seitengewehr, also mit Bajonett ran. Der rennt halt gerade noch weiter auf den deutschen Graben zu. Hier im Niemandsland sieht man halt dann noch so Matsche, Steine und halt neu aufgewühlte Erde. Hier ist dann noch eine Stacheldraht. Und hier ist dann der Graben. Der Graben besteht aus diesen Palisadensteinen hier. Ja, hier ist dann noch ein deutscher Soldat, der steht da so am kleinen Baumstamm. Der schießt, hat halt den Franzosen gerade erschossen, wie gesagt. Im Graben ist halt auch Erde, Matsch und sowas, Sand, Steine. Ja, und hier unten, also im Niemandsland darunter, sieht man auch die verschiedenen Erdschichten, also Matsch, dann Erde und da unten vielleicht noch eine kleine Sandschicht. Also mit Dark Ten, Braun und Ten gebaut. Finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist nur ein kleines Mock, was ich mir gebaut habe. In den nächsten Tagen kommt auch nochmal ein Review zu einem Modern Combat Mock und zu einem WW2 Mock. Und halt dann noch mein 3-Jahres-Special. Ja, das war's von meiner Seite. Jetzt kann noch der Herr Feldmarschall nochmal was sagen, wenn er will. Ja, schaut bei mir auch mal vorbei. Ja, und auch bei den anderen der WWZ-Community. Viel Spaß. Ja, ich sage nochmal, tschüss.